Leute, willkommen zu einem neuen Video am Mittwoch. Ihr hört, es ist etwas lauter. Ich sitze hier gerade in unserer neuesten Errungenschaft. Die Zeiten des Besens und des Kehrblechs sind vorbei. Ich sitze in einer Kehrmaschine. Der Plan der Pläne ist jetzt eigentlich nicht, heute darüber ein Video zu machen, aber ich weiß ganz genau, ihr werdet unten in die Kommentare reinschreiben, stell doch dieses Ding mal kurz vor, und deswegen werde ich das jetzt erst machen, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, City Master 1250, hinten haben wir einen entsprechenden Edelstahltank mit an Bord, einen Lüfter, der unten das Eingekehrte wegsaugt und oben in diesem Behälter sammelt und letztendlich dann abkippt, wenn das Teil voll ist. Mit am Start ist auch ein Saugschlauch und ein Laubsauger. Dieses Ding könnte ich zum Beispiel dafür nutzen, um Gullis zu öffnen und da den Laub abzusaugen oder halt dicke, fette Laubstellen, wo ich jetzt sage, das macht dieser Sauger da unten nicht. Wobei, der ist schon ziemlich leistungsstark. Hier seht ihr, hier geht das Rohr hoch und dann in diesen Tank rein. Nur ist das halt einfach nochmal so ein nettes Gimmick für die Leute, die am Straßenrand stehen und mit dem Ding arbeiten, um spezielle Passagen abzusaugen. Ja, genau. Ansonsten haben wir einen Tank auf der Seite. Wir haben ein 2,5 Tonnen Basisgestell. Dieses Teil hier könnte man eigentlich auch abnehmen. Ihr seht, ja, müsste auch wahrscheinlich mal abgenommen werden, weil hier die ganze Heckpartie gerissen ist. Das werden wir einfach mal in Stand setzen. Und dann könnte man zum Beispiel aus diesem Ding ein Multitalent machen. Hier kommt so eine Halterung rein, dann kann man das abstellen und wegfahren. Und dann könnte man beispielsweise auch eine Pritsche drauf bauen, je nachdem, wo man dieses Ding anwenden möchte. Es ist jetzt keine reine Kehrmaschine, was jetzt wahrscheinlich viele Leute denken. Ist ein Besen dran, ist ein Laubkasten hinten drauf, beziehungsweise ein Tank, um den ganzen Dreck aufzusammeln. Aber das Teil kann man variabel nutzen. Dieser Bereich hinter dem vorderen Fahrgestell ist übrigens ein Frischwassertank, damit ich hier halt auch immer mal so ein bisschen Wasser zwischenpumpen kann. Die Düsen hier vorne bekommt auch Wasser, damit es nicht anfängt zu stauben. Und ja, unten dieser Saugmund, den man wahrscheinlich gar nicht sehen kann, weil der komplett versteckt ist und erst runterfährt, wenn das Ding in Betrieb ist. Ja, braucht auch so ein bisschen Befeuchtung, damit er halt auch alles einsaugen kann über diese Öffnung, die hier ist, in diesen Edelstahltank. Im vorderen Bereich sind aktuell Mischbesen drauf mit Stahlgeflecht und Plastikstänkchen drin. Wir haben hier Hydraulik und Wasser und Elektronik-Schnellverbinder. Das heißt, diese ganze Mimik, die hier vorne dran hängt, wird entfernt letztendlich. Dann könnte man zum Beispiel ein Schneeschild installieren. Man könnte andere Hydraulikaggregate installieren. Man könnte einen Saugboner installieren und man könnte sogar einen Rasenmäher-Part bzw. so einen Scheren-Part installieren, dass man das Ding als Rasenmäher nutzen könnte. Ihr seht auch, ich habe so ein bisschen was optimiert. Die äußerst dunklen, hässlichen Halogenlampen, die hier mal drauf waren, habe ich durch LEDs ersetzt. Im Rückbereich sogar auch so ein bisschen zur Seite hin, weil es mit diesem Ding tatsächlich zu dunkel ist. Also wir hatten vier kleine popelige bzw. zwei kleine popelige Lampen nach vorne, die so die Arbeitsfläche beleuchtet haben. Aber gerade in der Dunkelheit, wenn ihr gleich so die Drohnenaufnahmen seht, die ich noch gemacht habe, werdet ihr merken, es funktioniert eigentlich nicht. Ich sehe nicht an der Seite, wie lang ist das Fahrzeug, wie weit bin ich noch von der Wand entfernt. Es hat glücklicherweise eine Rückfahrkamera, aber da kommt man halt auch nicht weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, genau, habe ich kein Video jetzt zugemacht. Es sind die gleichen Arbeitsscheinwerfer, die ich auch schon bei dem Bagger verwendet habe. Vier Stück insgesamt. Zwei nach vorne gerichtet, die hier so den Arbeitsbereich ausleuchten. Und dann noch zwei zur Seite hin, damit ich sehen kann, wie lang ist das Fahrgestell und ist da irgendwie was im Weg. Die Hauptscheinwerfer haben H4 LED-Birnen mit drin. Habt ihr gerade auch gesehen, ist relativ weiß. Die Teile gibt es inzwischen schon zugelassen und machen super viel Licht. Aber nur für H4 und H7, glaube ich. Die anderen sind noch in der Zulassung mit drin und somit kann man dann irgendwann die alten Halogenlampen auch mal durch LED ersetzen. Aber das ist eigentlich gar nicht so die Thematik für das heutige Video. Ich werfe noch mal einen Blick in dieses Fahrzeuginnere rein. Hier haben wir einen wundervollen Sitz, der ist so ein bisschen gedämpft. Wir haben ja zwei Handbremsen sogar. Einmal für die Wasserzufuhr und einmal die normale Handbremse für das Fahrgestell. Hier gibt es klassische Schalter. Wir haben den Sauger, den wir zuschalten können. Wir haben das Wasser, was wir zuschalten können. Wir haben Lichtarbeitsscheinwerfer, die wir einschalten können. Wir haben sogar eine Klimaanlage in diesem Fahrzeug integriert. Und die wichtigste Tasse, worum es eigentlich heute gehen sollte, ist die hier. Das ist die Thematik für heute. Hat man einen Schlauch dazu tun? Okay. Immer wieder bekomme ich Nachrichten von euch als Zuschauer, ich kriege den Balken jetzt sowieso nie wieder ab, zum Thema Gelblicht. Ihr wollt ja immer was über Gelblichter erfahren. Ich mache super viel Blaulicht auf meinem Kanal, aber heute ist also der Tag des Gelblichtes angedacht. Deswegen habe ich immer so ein paar Dinge eingepackt. Das wird jetzt kein klassisches Video, so wie ihr es kennt, von meinem Kanal aus, von früher, sondern ich habe einfach mal so ein paar Modelle mitgebracht, wo ich sage, möchte ich mal kurz mit euch drüber reden. So, komm, mach die auch nochmal direkt ab, hier die Superlampe. Die ist nämlich auch sehr wichtig. Das Ding hier
ist eine Rotaflex. Ich vertue mich immer zwischen Rotaflex und Rotafix. Die klassische Kennleuchte von Hella, die wirklich auch durch diverse TV-Sendungen bekannt wurde, Alarm für Cobra 11 in den ersten Generationen, hatte die als Magnetversion in Blau auf den Einsatzfahrzeugen drauf. Und das ist nach wie vor heute noch eine Kennleuchte, die schon Asbach alt ist, aber immer noch so funktioniert, wie die funktionieren sollte, weil da wirklich eine Mechanik bzw. auch eine Technik verwendet wurde. Schmeiße ich das Ding auf den Boden. Ist tatsächlich auch noch nicht mal die Polycarbonathaube irgendwie angerissen, sondern einfach nur ein kleines bisschen verkratzt. Und das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, da spricht wirklich der Markenname Hella für sich. Und es ist ein Ding, was auch heute noch immer nach wie vor zum Einsatz kommen wird. Auf Kommunalfahrzeugen, ich glaube auch teilweise Einsatzfahrzeugen mit blauer Haube, aber dann ist die da nicht mehr so oft gesehen wie halt normal bei Bagger. Nächste Kennleuchte, ich weiß gar nicht, ob ich das wieder richtig mache, weil ich super lange schon keine Reviews bzw. solche Videos hier mehr gemacht habe, ist auch ein Produkt, was es so Mitte der 90er Jahre, glaube ich, schon gab. Doppelblitz-Kennleuchte Typ Komet ist über eine Xenon-Gasentladungslampe geregelt mit einer entsprechenden Fresnel-Linse, um die Lichtwerte zu erreichen bzw. die Warnwirkung. Und das ist auch so ein Ding, die nicht so oft zu sehen ist wie zum Beispiel diese Rotaflex oder Rotafix-Generation, weil die einfach wirklich tatsächlich einen Tacken teurer war als diese ganz normalen Drehspiegelleuchten. Es ist eine modernere Technologie. Wir haben ja schon mal so eine Gasentladungslampe drin, das heißt, wesentlich hochwertiger als einen ganz normalen Riemenantrieb oder einen Elektromotorantrieb. Halogen, das sind da 24 Volt bzw. 12 Volt H1 Birne. Ja, sind auf jeden Fall, würde ich schon sagen, Welten zwischen, ist nach wie vor immer noch ein sehr geiles Produkt, ist aber nicht so oft vertrieben worden wie dieses super, wundervoll schöne orangene Ei hier. Da das Produkt natürlich verhältnismäßig doch super gut ankam, weil Hensch ist natürlich eine etwas kleinere Klitsche wie der Konzern Hella, hat sich Hensch gedacht, nach Jahren ein Update zu bringen in Sachen LED-Technologie. Und ihr seht, es hat sich nicht wirklich viel geändert. Die Maße sind exakt gleich geblieben, also gerade auch für die Leute, die sagen, wir wollen so eine Kennleuchte umrüsten, ist es super spannend, weil das Gehäuse, das Unterteil ist gleich, nur der Deckel hat sich geändert und das Inlay. In dem Fall, wie gesagt, eine Blitzröhre drin, hier sitzt ein LED-Modul drin und ihr seht auch, hier gibt es keine wirkliche Optik mehr, die das Licht generiert, sondern das passiert dann letztendlich über die einzelnen Optiken der LED-Leiste da drin. Genau, hier also quasi einfach nur eine Haube, damit die Kennleuchte also aus einer weißen LED ein gelbes Licht generiert. Ein sehr geiles Produkt, fand die Xenon schon geil, die gab es auch in unterschiedlichen Höhen und Tiefen, aber die LED-Version reißt nochmal richtig was weg, ist aber natürlich preislich in einer Liga, wo man sagt, kann man das so rechtfertigen oder nicht? Es steht der Name dahinter. So, wir haben die beiden Kennleuchten durch. Hier kommen wir zu einem ganz alten Produkt, genau. Auch von Hella, es ist eine, boah, müsstet ihr in die Kommentare reinschreiben, es steht nicht mehr drauf, KL 80 vielleicht. Die Haube nicht wirklich orange, sondern die geht eher ins Gelbliche, also so ins Zitronenfarbene. Und da sieht man halt tatsächlich auch, dass diese Kennleuchte heute immer noch funktioniert, weil Hella zu dem Zeitpunkt auch wirklich Produkte gemacht hat, die auf Jahrzehnte halten. Früher Marktführer RTK 4, RTK 6, die klassischen Blaulichtanlagen für die alten Streifenwagen. Heute ist es wieder ein bisschen kritischer und da gibt es andere Hersteller, die nach vorne kommen. Nicht nur Hersteller, die namhaft sind, wie in dem Fall Hensch, gut, hier ist auch noch ein heller Produkt, sondern auch Produkte, die aus China kommen, definitiv. Jetzt halte ich schon die Kennleuchte fest, weil die aus China kommt. Nein, die kommt nicht aus China, aber das ist so ein typisches Linglong-Ding. Das kostet dann, was weiß ich wie viel, 30, 40 Euro. Von Sarkex, habe ich noch nie gehört in meinem Leben, hat aber auch keine Lichtleistung und ist halt ultra schlecht. Und das Ding ist jetzt für euch ja das Produkt, wo ich auf jeden Fall sage, da mache ich ein Video zu, weil ich da auch persönlich wieder hinterstehe. Ihr wisst ja ganz genau, bei anderen YouTubern gibt es Produktplatzierungen, wo die nicht wirklich hinter die Produkte stehen, aber hier stehe ich hinter dem Produkt, weil es wirklich ein namhafter Hersteller ist, Mercura. Ein Produkt, wo ich sage, es ist relevant, es sieht tatsächlich ein bisschen minderwertig aus, aber es ist sehr hochwertig verarbeitet und hat eine enorme Lichtleistung tatsächlich für den Preis. Jetzt wollt ihr den Preis wissen, die Kennleuchte kostet 60 Euro in der Sockelmontage, 60, 70 Euro, je nachdem wo ihr die bezieht, und als Festmontage liegt die, glaube ich, bei 40 oder 50. Und das ist ein Ding, muss ich euch zeigen. Bin ich zu klein für. Okay, das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich ein geiles, eh zugelassenes Produkt. Ja, und es ist enorm hell, tatsächlich. Ich suche nur gerade mal eben, ich muss hier nochmal abziehen, sonst kriege ich das nicht hin. Da gibt es eine Markierung auf dem unteren Sockel. Ihr seht es jetzt gerade vielleicht, da ist so ein kleiner Pin dran. Und jetzt passt mal auf, was dieser Pin jetzt kann. Nichts. Ja, die einen feiern das, die anderen nicht. Ich tatsächlich finde diese Drehspiegelfunktion ultra schlecht.
weil ich mich damit echt nicht anfreunden kann. Es gibt wirklich keine Leute, die es in der Simulation super hinkriegen, aber ist nicht so mein Ding, weil ich bin so der Blitzfreund und deswegen können wir das Ding jetzt einfach ändern. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Magnet und diesen Magnet halte ich jetzt an dieser wundervollen Markierung. Passt mal auf jetzt. Jetzt haben wir die Blitzfunktion. Der einfache Doppelblitz. Gehe ich jetzt nochmal dran, haben wir die halbe Kennleuchte. Auch super relevant für Leute, die im Schwertransport unterwegs sind, damit die nicht nach vorne geblendet werden. Ja gut, ist schwierig darzustellen, aber ihr seht es, die geht wirklich nur halb. Jetzt haben wir den schnellen Rundum-Drehspiegel, simulierten Drehspiegel. Komm, was haben wir noch so im Programm? Ja, jetzt haben wir so die klassische Doppelblitzfrequenz. Die finde ich immer noch irgendwie am besten, wobei es geht natürlich auch ein bisschen. Das kommt, machen wir jetzt ein bisschen. Ich sehe es nicht, weil es so hell ist. Da sind so viele Blitzmodifikationen drin, das ist einfach der absolute Knaller. Und dann kann ich das mit dem Magnet einfach außen tauschen. Boah, ist das hell, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Schlimme ist tatsächlich, dass ich jetzt einfach einen gelben Punkt vor meinen Augen habe und nicht mehr wirklich die Kamera sehe. Aber ich versuche einfach weiterzumachen. Lasst euch auch nicht irritieren vom Hintergrundpiepen des großen, riesengroßen Radladers, der da steht. Aber ja, ihr seht, für wenig Geld bekommt ihr eine super fette Kennleuchte, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Gerade wenn ihr draußen unterwegs seid und ihr habt einen Trecker, ihr habt eine andere Baumaschine, die ihr bewegen wollt. Und genau das ist jetzt die nächste Thematik noch zu der Gelblichtgeschichte. Wann darf man überhaupt so eine Kennleuchte einsetzen? Gelblicht und Blaulicht ist jetzt auch die Frage von euch sehr oft gewesen, wann darf man das nutzen, wann darf man es nicht nutzen, wann ist es legal, wann ist es nicht legal. Und wenn man es genau nimmt, ist der Tatbestand einer missbräuchlichen Nutzung einer Kennleuchte bei Blau und Gelb der gleiche. Es klingt total bescheuert, es ist aber so. Der Tatbestand, sie verwendet missbräuchlich ein blaues Blinklicht oder ein blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn, kostet, haltet euch fest, 20 Euro im öffentlichen Straßenverkehr. Wenn ihr jetzt ein gelbes Blinklicht benutzt, missbräuchlich natürlich, ihr nutzt ein gelbes Blinklicht, weil ihr es einfach geil findet und packt euch das gelbe Blinklicht oben drauf, was wird das kosten? Haltet euch fest, es kostet 20 Euro. Und ja, jetzt denkt ihr euch natürlich, geil, da kann ich mir eine blaue Kennleuchte draufpacken, zahle ich auch nur 20 Euro. Aber aufpassen, es geht tatsächlich da wieder in eine ganz andere Richtung. Sobald ihr diese blaue Kennleuchte draufpackt, habt ihr vielleicht den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit, so muss ich das ausdrücken, den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt. Ihr zahlt 20 Euro an das Straßenverkehrsamt und die Kennleuchte ist höchstwahrscheinlich eingezogen. Aber die Polizei ist natürlich ein schlauer Fuchs, die sagt, wenn ihr mit Blaulicht und Martinshorn durch die Gegend fahrt, ist das nicht nur missbräuchliches Nutzen eines blauen Lichtes im Straßenverkehr, sondern auch eine Amtsanmaßung. Heißt, ihr habt dann nicht nur die 20 Euro bezahlt, sondern vielleicht auch 1000, 2000, 3000 Euro für eine Amtsanmaßung, weil ihr ja in dem Moment euch für eine Institution ausgebt, die berechtigt ist, dieses Blaulicht zu nutzen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Es klingt erstmal relativ günstig, dass man sagt 20 Euro, okay, und mein China-Blaulicht ist meinetwegen weg, ich hatte Spaß. Aber ihr müsst natürlich auch den Rattenschwanz damit einbeziehen, wenn ihr mit einem Blaulicht über eine rote Ampel fahrt und jemand bremst und einen Unfall baut, dann ist, glaube ich, wirklich die Blaulichtfahrt, die 20 Euro, das Bußgeld bzw. die Ordnungswidrigkeit euer kleinstes Problem. Genau, also auf gar keinen Fall nachmachen, mit Blaulicht auf der Straße unterwegs zu sein. Da könnt ihr lieber tatsächlich das Gelblicht nutzen, weil da gibt es keine Amtsanmaßung für. Weil Gelblicht ist vorgesehen natürlich für Baufahrzeuge, für Fahrzeuge mit Überbreite. Und jetzt ist natürlich da für mich die Frage, wann dürftet ihr? Ich komme, alles klar. Es gibt Essen, Leute. Ich muss mich beeilen, ich muss dieses Video schnell fertig machen. Wann dürftet ihr theoretisch eine gelbe Kennleuchte im Straßenverkehr einsetzen? Zur Absicherung einer Unfallstelle könntet ihr eine gelbe Kennleuchte einsetzen. So, wenn ihr ein Fahrzeug habt, beispielsweise ihr seid auf einem Bauernhof unterwegs und habt einen großen Trecker, ist der berechtigt, diese Kennleuchte verbaut zu haben bzw. Verfügbar zu haben, weil ihr natürlich mit einem Fahrzeug unterwegs seid, was A, den Verkehr hindert und natürlich auch eine entsprechend größere Straßenfläche einnimmt wie ein normaler Pkw. Natürlich können aber auch Pkws eine gelbe Kennleuchte besitzen, weil die zum Beispiel ein Baustellenfahrzeug sind, in einer Baustelle stehen und andere Verkehrsteilnehmer dadurch warnen. Oder weil die halt ein Fahrzeug begleiten, was eine Überbreite besitzt. Hier in Essen, beispielsweise in der Umgebung, gibt es eine Tierrettung, die Gelblicht nutzt, um das Fahrzeug im Straßenverkehr abzusichern, wenn die einen Hund zum Beispiel an den Leitplanken suchen. Dürfen die theoretisch nicht, weil Gelblicht nicht zugelassen ist für diesen Einsatzzweck. Blaulicht dürfen sie erst recht nicht, weil Blaulicht wirklich nur für Leute ist, die die entsprechende Berechtigung im Blaulichtsegment besitzen. Also es ist ziemlich
ziemlich strange, deswegen eine wirkliche Äußerung, dass ich euch jetzt sagen kann, dann und dann dürftet ihr die Kennleuchte einsetzen, gibt es pauschal nicht. Das heißt, ihr müsstet euch wirklich vorher erkundigen, wann dürftet ihr die Kennleuchte einsetzen oder nicht. So, was machen wir mit dem schönen Ding jetzt hier? Würde ich vielleicht auch noch mal gerne kurz integrieren, aber ist auch ein Produkt von Mercura. Ich würde sagen, ihr schaut am besten einfach mal in die Videobeschreibung, weil ein direkter Vergleich jetzt zu einer einzelnen Kennleuchte zu so einem Premium-Produkt macht irgendwie keinen Sinn. Schaut in die Videobeschreibung, wenn euch die Produkte interessieren. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Muss ich mich überhaupt ducken? Ich weiß nicht. Ist bestimmt weitwinklig genug, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da und jetzt könnt ihr hier den Kanal abonnieren. Nein, genau, stimmt. Muss ich mir mal dran gewöhnen, dass ich das auch sage. Nein, das passiert gleich am Ende in den Drohnenaufnahmen. Ich bin gespannt, was ihr unten reinschreibt. Also bis Freitag, da gibt es wieder ein kleines Lost Place Abenteuer. Ciao.